So, dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Michael Pergament, mache heute diesen Vortrag hier. Ich bin Heilpraktiker aus Egelsdorf in Neu-Isenburg und meine Hauptgebiete sind alles, was mit der Psyche zu tun hat und mit der Wirbelsäule. Heutiger Vortrag ist Ängste und Suchtprobleme, ist aber der Überbegriff Krankheit und Psyche. Also im Prinzip alles, was über die Psyche ausgelöst werden kann, dazu gehören halt auch Ängste und Süchte. Und ich möchte Ihnen heute versuchen zu erklären, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass man Süchte entwickelt, wie der Zusammenhang ist, wie es im Kopf entsteht und wie man auch dann was dagegen tun kann. Ja, also auch Möglichkeiten, wenn man weiß, was da eigentlich passiert da oben, dass man auch weiß, was man tun kann, um das wieder wegzukriegen. Ja? Das ist so ungefähr der Überblick über den heutigen Abend. Jedenfalls die nächsten anderthalb Stunden ungefähr. So, erstmal Ängste und Süchte sind Programme, die ablaufen, um etwas zu substituieren, also etwas auszugleichen. Es gibt verschiedene Arten von Süchten. Jedes Mal, wenn Sie etwas zu viel machen, irgendetwas viel zu häufig machen, als normalerweise es gemacht wird, dann kann man eigentlich von einer Sucht reden. Ich meine, es ist nicht einfach nur Alkoholsucht, ja, oder Zigarettensucht, weil es ja allgemein so bekannt ist, sondern ich meine halt auch Workaholiker, die von morgens bis abends arbeiten müssen, um sich wohlzufühlen. Ich meine halt auch dann die, die ständig dann nur Gutes tun wollen, nur für andere da sein wollen. Das ist auch eine Sucht. Ja. Ängste natürlich halt auch. Ängste in jeder Form. Das heißt vor engen Räumen, vor großen Räumen, vor Aufzügen, vor Tieren, vor Spinnen, vor was auch immer. Man kann vor allem eine Angst entwickeln und vor allen Dingen auch Ängste, die man in keiner Art und Weise mehr zuordnen kann. Das ist auch Sucht? Nein, aber das sind Ängste und Suchtprobleme. Das ist dann okay. Keine Sucht, ja. Wir haben einmal den großen Bereich Ängste und dann die Suchtprobleme. Ich habe extra diese beiden Bereiche genommen, weil Ängste, damit, das können eher viele Leute sagen, Ängste haben sie. Da steht man eher noch dazu. Wenn ich einen Vortrag mache nur über Süchte, ist der Saal leer. Sucht will keiner haben, ja. Ängste kann man schon eher sagen, hat man irgendwo, aber eine Sucht dann so offen zu sagen, ich interessiere mich, wie es dazu kommt, was man dagegen tun kann, da wären dann schon weniger gekommen. Deshalb nehme ich das beides in eins und dann kann jeder sagen, ich bin für die Angst da, obwohl er vielleicht auch Interesse hat, wie es das mit der Sucht irgendwie zusammenhängt. Weil da muss man dann schon eher einen weiteren Weg gehen und viele Beschwerden haben, bevor man da bereit ist, selbst zu erkennen, ich habe eine Sucht. Ja, weil die meisten sind am Anfang gar nicht bereit zu sagen, irgendwo etwas Suchtmäßiges ist da. Auch wenn die Umgebung das schon hat, das sind aber viele Bier, die da trinkst, ja, jeden Abend. Oh, schmeckt mir doch, aber ich bin doch nicht süchtig, ich kann jeden Tag aufhören. Ja. Der erste Schritt ist bei sowas immer, bei einer Sucht etwas zu erkennen. Ja, das Erkennen alleine reicht nicht. Ja, es gibt ja irgendeinen Grund, warum es überhaupt entstanden ist. Und meiner Erfahrung nach, ich mache das jetzt schon 12 Jahre in diesem Bereich, ja, ist eine Therapie oder eine was auch immer Form, das wegzukriegen, sinnvoll oder erfolgreich auf Dauer, wenn sie die Gründe weggemacht haben. Wenn der Grund weg ist, warum es überhaupt zu der Sucht gekommen ist, ist der Grund nicht weg, kommt eine andere. Das heißt, wenn Sie es schaffen, bei einer Sucht auf, sagen wir es mal, Sie haben eine Zigarettensucht und das jetzt mit viel Energie und Aufwand, schaffen Sie es jetzt mit, ich bin stark und ich bin gut, mit Unterstützung, mit Druck von außen und von innen, jetzt mit dem Zigarettenkonsum aufzuhören. Dann entsteht nach einem halben bis dreiviertel Jahr eine andere Sucht. Verlagerung. Eine Verlagerung. Das heißt, Sie tun entweder naschen, sehr viel essen, arbeiten bis zum Umfallen, Sport treiben bis zum Umfallen, irgendetwas anderes Extremes zu machen, wo auch entsprechend dann genügend Endorphine oder Adrenaline ausgeschüttet werden, sodass Sie wieder Ihren Ausgleich haben. Jede Sucht ist eigentlich nur dafür da, etwas auszugleichen. Ein Gemütszustand, sagen wir einfach mal. So, den Gemütszustand auszugleichen, müssen Sie sich jetzt nicht so vorstellen, dass wenn jemand eine Zigarette nimmt, dass der sich dann plötzlich high fühlt und sagt, wow, toll, diese Endorphine in meinem Kopf, die machen mich jetzt so zufrieden, dass ich glücklich bin und auch im Rausch bin. Das ist so nicht. Es wird einfach nur ein Level ausgeglichen, dass er sich halbwegs normal fühlt. Etwas, ja, einfach nur ausgeglichen. Umso mehr er rauchen muss, ja, umso mehr ist halt vorher ein Stress da gewesen oder eine Situation, wo er dann innerlich einen Stress verspürt. Bei den Ängsten ist das ein bisschen anders. Die Ängste haben eine direkte Auswirkung. Das heißt, da wird das nicht über eine Sucht ausgeglichen, aber eine Angst kann zu einer Sucht führen.
Das heißt, wenn Sie eine Angst ausgleichen und dann eine entsprechende Handlungsweise vornehmen und immer wieder die gleiche, dann kann das sein, dass Sie mit dieser Handlungsweise die Ängste runterregeln. Das heißt, dass Sie irgendwie dann über Tablettenkonsum, Alkoholkonsum oder sonst irgendetwas, was in Ihrem Kopf halt wieder etwas mehr Beruhigung auslöst, dann mit dieser Sucht die Angst wieder ausgleichen. Aber die Angst ist trotzdem da. Nur ausgeglichen, runtergehalten, nicht mehr ganz so heftig. So, erstmal ein klein bisschen noch ein bisschen was zur Psychosomatik. Also, weil das gehört alles in den Bereich Ängste oder Süchte und noch ein paar andere Sachen, im großen Bereich Psychosomatik. Es wird gerne in den Mund genommen, dieses Wort, ja, Psychosomatik, aber die wenigsten wissen eigentlich wirklich, was es ist. Psychosomatik ist die älteste Form des Menschen zu lernen. Das ist eine Lernfunktion, eine Hilfsfunktion, aber es ist keine Krankheit, nichts Negatives. Es soll einen nur davor bewahren, einen Fehler zweimal zu machen. Das erkläre ich Ihnen nochmal. Die Psychosomatik, ich werde es Ihnen, das, was ich Ihnen heute Abend erzähle, das ist Hirnforschung. Ja? Das ist zwar schon 30 Jahre alt, aber für viele immer noch ganz neu. Kommt aus großen Epilepsie-Forschungszentren, also alles, was ich Ihnen erzähle, können Sie schulmedizinisch nachprüfen. Hat nichts mit Esoterik oder sonst irgendetwas zu tun. Okay? Nur mal vorweggeschickt, weil es für einige Leute doch ein bisschen neu sein wird. Ich werde Ihnen nachher noch die ganz genauen sagen wir mal, Zusammenhänge im Kopf erklären, aber erstmal vorweggenommen, wenn Sie Psychosomatik haben, ist das etwas, was in Ihrem Kopf automatisch abläuft, jedes Mal, wenn Sie etwas verdrängt haben. Wenn Sie irgendetwas Belastendes erlebt haben, aber nicht schon wieder oder immer noch drunter leiden wollen. Und dann ziehen Sie sich einfach emotional zurück von dem Ganzen, es tut dann nicht mehr so weh. Und dann folgen verschiedene Prozesse im Kopf, die dann zu einer Belastung auf Nervenbahnen rein physikalisch führen, sodass dann irgendein Organbereich gereizt wird. Aber ich glaube, muss es doch jetzt mal kurz erklären, wie es ganz genau funktioniert. Genau. Das kann dafür herhalten. Das ist jetzt ein Querschnitt vom Gehirn. Hier vorne ist der vordere Stirnlappen, auch Cortex genannt. So, der vordere Stirnlappen ist das, was Sie als Bewusstsein bezeichnen. Alles, was Sie irgendwie wahrnehmen, bewusst wahrnehmen, sehen, fühlen, riechen, schmecken, alles, was irgendwie in Ihr Bewusstsein kommt, was Sie glauben zu erleben, muss an diesen vorderen Stirnlappen. Hier vorne hin. Wie gesagt, Cortex oder frontales Assoziationsfeld. Das ist medizinisch gesehen unser Bewusstsein. Wenn da irgendetwas an Aktivität ist, haben wir irgendeinen bewussten Eindruck. Deshalb hat man gesagt, das ist das Bewusstsein. So, und alles, sagen wir es mal ganz grob gesagt, bevor mich jetzt alle Mediziner schlagen, ja, die irgendwas mit Hirn zu tun haben, ganz, ganz grob, also grober kann man es wirklich nicht unterteilen, ist der ganze Rest Unterbewusstsein. Das, wo automatische Denkvorgänge, irgendwelche Handlungen stattfinden, die wir nicht bewusst kontrollieren, nennen wir einfach mal Unterbewusstsein. Wir haben zwei ganz grobe Bereiche. Normalerweise, wenn Sie also irgendwas erleben, dann wird das über die Augen, die Ohren oder Tastorgane als elektrischer Reiz über verschiedene Organe in das Gehirn getragen. Da wird es verarbeitet und ein kleiner Bruchteil von dem, was Sie erlebt oder gefühlt oder wahrgenommen haben, wird dann zum Bewusstsein gesendet. Also hier kommen irgendwelche Informationen rein, werden verarbeitet, dann gehen sie auf die Hirnrinde und auf der Hirnrinde nach vorne zum frontalen Assoziationsfeld. Erst dann nehmen sie etwas bewusst wahr. So, damit ich mich nicht ständig umdrehen muss, nehme ich mal meine Hand. Ja? Hier vorne ist wieder ein Querschnitt vom Gehirn, hier ist jetzt der vordere Stirnlappen, das Bewusstsein. Stellen Sie sich einfach das Ding hier vor. Das ist also der normale Weg, wenn jetzt im limbischen System, da sind alle Grundemotionen zum Beispiel drin, wie Wut, Hass und so weiter. Das ist der Bereich, wo sie entstehen, dieses limbische System, hier dieser Bereich und was da innen drin liegt. So, wenn das jetzt normal gefühlt wird, dann muss es diesen Weg gehen. Und wenn Sie etwas verdrängen, den Mechanismus erkläre ich Ihnen nachher noch, aber jetzt nicht gleich, dann können Sie mit den gleichen Geräten darstellen, dass jetzt dieser Strom nicht mehr so fließt, sondern hier ein elektrostatisches Feld entsteht, dass seine Spannung einfach aufbaut und sich per Spannungsüberschlag rein physikalisch in den nächstliegenden Nerven entlädt. Da, wozu gerade die Spannung ausreicht, um sich zu entladen. So, dieser nächstliegende Nerv hat eine Steuerungsfunktion für irgendein Organ oder einen Bereich. So, und der wird jetzt unkontrolliert gereizt. Hat also nichts mehr mit dem Original zu tun, sondern hier ist was verdrängt worden, es ist abgekoppelt, das baut seine Spannung auf und entlädt sich in die nächstliegenden Nerven. Und je nachdem, was da dran hängt, haben Sie
einen Reiz an dem Kopf, auf Arterien, auf dem autonomen Nervensystem, auf der Haut, in den inneren Organen oder sonst irgendwo. Was halt dann zufälligerweise dranhängt. So, und diese Reizung ist ein Signal, das wir wahrnehmen können. Und bevor man entwicklungstechnisch ein höheres Bewusstsein bekommen hat, also das frontale Assoziationsfeld, diesen Bereich überhaupt, einen höheren Hirnbereich, wo man bewusste Denkvorgänge hat, war das der einzigste Weg, etwas zu registrieren, dass eine Belastung da war, nämlich über Körperreaktionen. Man nannte das früher auch Instinkte, die heutzutage natürlich nicht mehr beachtet werden. Aber es wäre teilweise recht gut, wenn man sie mal beachten würde, weil dann könnte man irgendwelche Fehler oder irgendwelche Belastungen frühzeitig auch mal wieder begegnen, dass man weiß, das ist keine richtige Verhaltensweise für mich, da muss ich was anderes tun, das ist nicht gut für mich und so weiter. Selbst die Amöbe kennt das, in Anführungsstrichen, ja? Deshalb versucht sie, wenn sie irgendwann Reiz empfängt, woanders hinzugehen, ohne ein bewusstes Denken zu haben. Das ist die älteste Lernfunktion von allen Lebewesen, die wir haben. Über Instinkte, psychosomatische Reizungen, Warnungen zu bekommen, um einen Fehler nicht zweimal zu machen. Also, ich hoffe, Sie haben es verstanden, es ist keine Krankheit. Es ist eine Funktion, die wir haben, lange hatten, bevor unser höheres Denken da war und mit der wir überlebt haben, wie alle anderen auch. Die ist eine Hilfsfunktion. So, jeder Mensch hat das. Jeder. Alle, wie Sie da sitzen. Sie werden auch ein paar Situationen kennen aus Ihrer, sagen wir es mal, Vergangenheit oder wo Sie Bekannte in Ihrer Umgebung kennen, wo Sie ganz genau sagen können, jo, der hat auch psychosomatische Reize. Weil, überlegen Sie mal, bei einer Prüfung, wie viele Leute kennen Sie, die vor einer Prüfung auf Toilette rennen? Was, bitteschön, hat die Darmverdauung mit der Prüfung zu tun? Eigentlich gar nichts. Es sind Versagensängste, Prüfungsängste, es sind Ängste. Und diese Ängste, die tun irgendwie den Magen-Darm-Trakt dazu reizen, dass Sie eben auf Toilette müssen. Aber eigentlich haben die zwei Sachen gar nichts miteinander zu tun. Sie sind aber gesellschaftlich anerkannt, weil man weiß, das ist halt so, ja? Da gibt es auch noch ganz andere Sachen. Es ist halt, dass wenn in diesem Ängstebereich was verdrängt wird, ist es relativ hoch die Wahrscheinlichkeit, dass der Magen-Darm-Trakt belastet wird. Hängt damit zusammen, dass im limbischen System hier diese Emotionszentren, die Ängste haben, relativ nah an den Zentren liegen, die auch den Darm steuern. Und wenn sie halt starke Emotionen haben, dann kann es halt auf den Darm schlagen. Ja, muss man halt, macht einen Schiss, ja, hat man Angst. So mal in dieser Weise betrachtet, verliert das ein bisschen so, dass es nur die anderen haben, weil jeder hat es. Sonst wären sie kein Mensch. Ja, also jeder hat eine Psychosomatik. Sie können nur Glück haben, dass es bei ihnen selber ein Jucken im kleinen Fußzeh ist und bei dem anderen ist das Gesicht, das zuckt, ja. Aber prinzipiell kann es genau die gleiche Sache sein, die das auslöst. Es ist reiner Zufall. Je nachdem, wo Sie was im Kopf verdrängen, was danach gereizt wird, entscheidet darüber, welche Reaktion Sie haben. Wir haben relativ gleiche Bereiche, die gereizt werden, bei Ängsten zum Beispiel gerne im Magen-Darm-Trakt, weil, Sie müssen sich das vorstellen, das ist wie ein Kasten, wo was abgelegt wird, das Gehirn. Es werden physikalische Verbindungen als sagen wir es mal, Erinnerungsfaktoren abgespeichert. Das heißt, neue Eiweißverbindungen entstehen zwischen Nerven. Nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass hier neue Nerven entstehen, wenn Sie was lernen, auch keine neuen Synapsen, sondern neue Knotenpunkte zwischen Nerven, die stellvertretend sind für eine Erinnerung. Sie entstehen immer dann, wenn Ihr Langzeitgedächtnis irgendetwas als wichtig erachtet und Sie mehr als 2 Minuten mit sich über irgendetwas nachdenken oder sich damit beschäftigen. Dann entstehen die so neuen Knotenpunkte. Die sind auch im Mikroskop physikalisch nachzählbar. Man kann die sehen. Leute, die sehr viele neue Reize hatten und sich mit vielen neuen Dingen beschäftigt haben, haben sehr viel mehr von diesen Knotenpunkten zwischen den Nerven. Und Leute, die immer in den gleichen Bahnen gegangen sind und nie viel Neues kennengelernt haben, die haben deutlich weniger dieser Knotenpunkte. Das hängt also wirklich direkt zusammen mit ihrer Abspeicherung im Langzeitgedächtnis. Und das sind neue Eiweißverbindungen, neue Knotenpunkte. Bitte schön, nicht sagen, ich habe gesagt, das sind neue Nerven. Die entstehen nicht. Ja, es sind nur Knotenpunkte, Erinnerungsabspeicherungen zwischen Nerven. So, und diese Knotenpunkte entstehen, wenn Sie irgendetwas wahrnehmen. Da jetzt in unseren Breitengraden, sagen wir es mal, in unserer sozialen Umgebung, hier sagen wir mal einfach Deutschland oder europäischer Raum, relativ gesehen ähnliche Erfahrungen im ähnlichen Alter irgendwo gemacht werden,
sind auch die Erfahrungen ungefähr gleich vom Alter her, wann man welche macht. So, und dann müsst ihr euch das vorstellen, na, da liegt jetzt was, da liegt was, das wird immer mehr nach oben aufgetragen, weil da ja schon besetzt ist. So, und wenn dann im Prinzip in einem bestimmten Alter immer mehr und weniger die gleichen Erfahrungen gemacht werden, kommen auch die, mehr oder weniger die gleichen Körperreaktionen. Hätten sie ein völlig anderes Aufwachsen und etwas völlig anderes vorher gehabt von den Kindern her, wenn sie groß werden, dann würden auch tendenziell sehr unterschiedliche Körperreaktionen rauskommen. Da nicht aber jeder alles gleich hat, können sie nicht sagen, wird zum Beispiel jetzt eine Prüfungsangst verdrängt, dann muss das in einem Drang auf die Toilette von der Blase ausarten. Nein, es kann genauso gut eine Neurodermitis werden. Oder irgendetwas anderes, ja, aber die Tendenz dafür ist da, dass es relativ gesehen das Gleiche ist. Das heißt, so 40-50% kann man sagen, wird das verdrängt, dann wird auch das entstehen. Das ist schon relativ viel, 40-50%, ja, nur mal so, dass man sagen kann, das geht in diese Richtung. Deshalb gibt es halt auch so viele Sprüche, Schiss vor etwas haben, ja, oder das, das zu sehen tut meinen Augen weh, oder so, irgendwelche allseits bekannten Sprüche, das schlägt schon, oder das schlägt mir auf den Magen, ja, schlägt mir auf den Magen, wollte ich gerade sagen. Diese Sachen, das hat schon was damit zu tun, wenn man etwas nicht verdauen kann, nicht verarbeiten kann, dass man dann Magenschmerzen bekommt. Das sind so Dinge, die halt recht häufig passieren im relativ gleichen sozialen Umfeld. Das heißt, europäisch gesehen oder ein Papua-Neuguinea-Indianer würde das vielleicht anders kriegen, ja, als wir jetzt hier. Aber er würde auch eine Reaktion kriegen. Das heißt nur, dass es eine psychosomatische Reaktion ist. So, verstanden, dass das nichts Krankhaftes ist? Es ist nur eine normale Funktion, eine Warn- oder Hilfsfunktion. So, wie verdrängt man? Weil viele sagen ja, ich verdränge doch gar nichts, so alles in Butter, ich habe ja nie irgendwas Negatives erlebt. Keine Angst, ich komme nachher nochmal ganz genau auf Ängste und Süchte zurück, wenn wir den Anfang geklärt haben, wie es überhaupt dazu kommen kann, eine Belastung zu haben, wie man dann damit reagiert. Also, wenn Sie das allererste Mal, bitte, das erste Mal in eine Situation reinkommen, die Sie belastet hat, das allererste Mal, passiert fast immer das Gleiche. Und Sie, sagen wir es mal noch, sie hat Sie belastet und Sie hatten das noch nicht erlebt und wussten noch nicht, wie sie handeln sollen. Das heißt, es passiert fast immer das Gleiche. Sie ärgern sich und nach einer Weile kommt die Lösung, aber viel zu spät für die Situation. Da ist die Situation schon längst vorbei. Das hätten Sie gebraucht vorher, vor 10 Minuten oder vor einer Viertelstunde, aber nicht jetzt danach. Ja? Haben Sie schon jemals gefragt, woher denn diese Lösung kommt? Eigentlich nicht. Ne? Kennt jeder, dass es beim ersten Mal eher irgendeine Lösung bekommt, wenn das neu ist. Aber woher die kommt, das fragt man sich eigentlich nicht. Das ist ihr Unterbewusstsein. Das tut anhand ihrer momentanen Fähigkeiten, was sie alles tun können, nach ihrem Wissensstand, nach ihren inneren Werten, nach ihrem Glauben, das, was sie sind als Mensch, tut es ihnen ihre persönlich beste Lösung errechnen. Und zwar schafft es ungefähr 16 Millionen verschiedene Informationen pro Sekunde zu verarbeiten. Cool, ne? 16 Millionen verschiedene Informationen kann unser Unterbewusstsein innerhalb einer Sekunde verarbeiten. Das Bewusstsein schafft es gerade mal auf 14 bis 18 verschiedene Informationen. Eine ist das Sehen, Fühlen, Riechen, Schmecken und so weiter. Das Bewusstsein hat eine Menge Informationen, die es verarbeiten kann und kann natürlich innerhalb von ein paar Minuten hunderte bis tausende verschiedene Variationen durchspielen, wie man sich hätte verhalten können, was daraus passiert wäre und ob es dann für einen gut geendet hätte. So, Sie kriegen dann nach relativ kurzer Zeit die für Sie persönlich beste Lösung präsentiert. Und dann gibt es zwei Varianten. Annehmen oder ablehnen. Das heißt, beim Annehmen und das nächste Mal. Da kriegt er was zu. Da will ich dem was sagen. Und dann mache ich dies, dann mache ich jenes. Und da freut man sich fast schon. Wenn Sie das mal ganz genau beobachten, Sie haben sich geärgert. Und dann, wenn die Lösung kommt und Sie nehmen sie auch innerlich an, freuen Sie sich, das heißt, der Ärger geht weg und macht Platz für ein anderes Gefühl. Sie freuen sich darauf, das nächste Mal anders zu handeln. So, das sind leider aber nur so 2-3%. Der restliche Teil ist, die Lösung gefällt Ihnen, aber wenn ich mich wehre, wird es noch schlimmer. Macht man nicht als Vater, nicht als Sohn, nicht als Partner, ist gesellschaftlich nicht anerkannt, ist gefährlich, was auch immer Sie für einen Grund haben, die für Sie schöne Lösung abzulehnen, das ist Ihrem Unterbewusstsein egal. Es sieht, die Lösung gefällt Ihnen, es soll aber alles so bleiben. Sie wollen nicht mehr drunter leiden, Sie wollen es nicht mehr fühlen, Sie wollen es nicht mehr sehen, Sie wollen, egal wie, das nicht mehr wahrnehmen. Sie haben nicht gesagt, ich möchte das bitte jetzt verdrängen, sondern Sie haben sich einfach nur emotional von diesem Bereich zurückgezogen. Das ist alles, was Sie spüren. Das tut erstmal gut, weil das nächste Mal tut es nicht mehr so weh.
Sie können besser damit klarkommen. Sie denken, sie haben einen ganz guten Kompromiss geschlossen. Das ist leider ein Trugschluss. Ich erkläre Ihnen auch gleich warum. Weil dadurch, dass sie sich emotional zurückgezogen haben, haben sie einfach nur, sagen wir es mal, einen Abstand zu ihren eigenen Emotionen gefunden. Wenn man jetzt mit diesen Geräten, mit denen man halt auch diesen Strom finden kann, wie er im Körper oder im Gehirn vonstatten geht, wie stark er ist und so weiter, dann können sie mit diesen Forschungsgeräten, die in großen Epilepsiezentren aufgestellt sind, dann können sie sehen, dass der Strom genauso stark ist, ob sie ihn jetzt wahrnehmen oder nicht. Dass genau die gleiche Stärke im Kopf wachgerufen wird. Nur da, wo der Strom wachgerufen wird, der muss auch gucken, wohin? Ja, und wenn er irgendwo hin muss, dann geht er nicht ins Nirvana, sondern in nächstliegende Nerven. Dann sind wir wieder hier, wo ich vorhin gesagt habe, nachdem sie verdrängt haben, baut sich hier ein elektrostatisches Feld auf, das sich per Spannungsüberschlag in den nächstliegenden Nerven entlädt. Und das kann man sogar messtechnisch nachweisen. Ja, dass dieser Spannungsaufbau einfach da ist. Es gibt da Geräte, die sehen wie eine große Trockenhaube aus. Ja, ich habe jetzt noch leider kein sehr gutes Bild. Das nennt sich Magnetic Source Imaging, also magnetische Quellen-Bilddarstellung. Einfach nur so übersetzt. Sieht aus wie eine Trockenhaube. Hier ist so ein Ding angedeutet. Das war eine Briefmarkengroßes Foto. Leider habe ich nicht besser hinbekommen. Und dann kann man dann halt alles, was im Gehirn stattfindet, jeden kleinsten Strom, jeden Gedanken, den Sie im Gehirn haben, kann man dreidimensional darstellen und zeigen, wohin er fließt, was er macht und wie stark er ist. Und dann kann man halt auch ganz genau sagen, wenn Sie eine Angst haben, wie groß das Zentrum ist, wo Sie Ihre Angst empfinden, wie viel Strom da fabriziert wird und wohin der dann fließt. Diese Geräte sind entwickelt worden in der Epilepsie-Forschung, um es zu ermöglichen, bei jemandem, der starke Epilepsie-Anfälle hat, auch das richtige Zentrum operativ zu entfernen. Und nicht einfach nur, Pi mal Daumen könnte der Bereich sein, schneiden wir mal, ja, im Gehirn und mal, normal nur 5 cm mehr weggeschnitten, ist ja kein Problem, wir sind es ja nicht, ne? Nein, Sie können hier auf einen Millimeter genau das erste Zentrum für einen Epilepsieanfall lokalisieren. Das heißt, bei diesem Diagramm sehen Sie eigentlich, dass der auslösende Teil das Grüne war, weil das ist die Zeit und dann die anderen Zentren, die mitreagiert haben. Das heißt, von dem grünen Zentrum, von diesem hier, sind nachher ein paar andere Hirnbereiche getriggert worden. Das heißt, dass von diesem ersten Hirnzentrum aus der Reiz ausging, um den Epilepsieanfall auszulösen. Man braucht also nur diesen kleinen Bereich totzulegen, wie auch immer, ja, zu vernichten und dann schon hört der ganze Epilepsieanfall auf, weil von da aus alles andere erst ausging. Ein Epilepsieanfall ist ein kleines Gewitter im Gehirn, wird von irgendwo initiiert und wenn der Anfangsbereich weg ist, dann geht auch der Rest nicht vonstatten. Das heißt, wenn die Zündung fehlt, explodiert das Ganze nicht, wie auch immer Sie es sehen wollen. Für genau diese Forschungsarbeit sind diese Geräte entwickelt worden und mit denen kann man auch zeigen, dass auch wenn sie verdrängt haben, dass da immer noch im Gehirn dieser verdrängte Bereich genauso aktiv ist wie vorher, aber sie fühlen nichts davon. Das heißt, alles, was passiert ist, dass das Bewusstsein davon abgekoppelt wurde, was aber im Unterbewusstsein das noch ganz genauso aktiv ist. Cool, ne? Schöne Sache. Naja, also wir wollen nicht an Ihrem Hirn rumschneiden, also das mal vorweg gesagt. Ja, also es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Hirnbereiche jetzt entfernen. Aber aus dieser Forschung sind halt ein paar schöne Sachen gekommen. Es gibt auch dann, also alles, was innen drin ist, muss erstmal nach außen. Es gibt auch auf dem Hirn bestimmte Bereiche, die bekannt sind, wo man sagen kann, der Bereich, da kommt alles nach oben und zum Bewusstsein geleitet, was zum Bein gehört, was zum Sehen gehört oder in verschiedenen anderen Bereichen. Also, was vom Gesicht her empfunden wird, das muss in diesem Hirnbereich rauskommen, dann zum frontalen Assoziationsfeld geleitet werden, damit Sie überhaupt eine Gesichtsberührung wahrnehmen. Ja, es muss alles erst verarbeitet werden im Gehirn. Ihr Gehirn ist davon abhängig, dass es Ströme bekommt, die es in Informationen umarbeitet oder entsprechend interpretiert, und dann denkt es, es hat etwas wahrgenommen. Das nun mal so gesagt, weil jede Angst, die Sie haben, ist genauso real, wie sie, als wenn sie wirklich von irgendwas ausgelöst wird. Wenn Sie eine Angst haben, dann wird sie im Kopf stattfinden. Sie können das messtechnisch nachweisen. Übrigens, Sie haben Bereiche im Kopf, die einfach nur eine Information interpretieren, ohne nachzufragen.
Wenn Sie also etwas verdrängen und da ein Zentrum autark geworden ist, also nicht kontrolliert von Ihrem Bewusstsein noch oder nicht mehr empfunden, dann produziert das ganz selbstständig seinen Strom. Selbstständig immer dann, wenn es wachgerüttelt wird oder getriggert wird, nennt man das auch. Also irgendwie wachgerufen wird. Wenn Sie Pech haben, wird es ständig wachgerufen. Dann haben Sie wirklich Pech. Ja, kann zum Beispiel sein, dass Sie, also das Beispiel von vorhin mit der Prüfung. Das ist ja nur ab und zu mal. Ist ja gar nicht schlimm. Damit kann man leben. Das ist nur, wenn Sie eine Prüfung haben. Sie wissen ganz genau, Sie werden nicht immer eine Prüfung haben und dann hört das wieder auf. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel das Gleiche haben mit einer Angst, die Sie verbinden beim Autofahren, ja, weil Sie mal einen Autounfall gehabt haben, der richtig heftig war, und Sie waren in einem Autounfall mit einem roten Auto verbunden, dann kann es sein, dass Sie danach, wenn Sie Pech haben, bei jedem roten Auto auf Toilette müssen, das bei Ihnen vorbeifährt. Und dann diesen Drang haben, ich muss aber, ja, einfach nur, weil ein rotes Auto vorbeifährt. Oder eine Panikattacke bekommen, wenn Sie einen Laster überholen, wenn Sie mit einem Laster einen Unfall gemacht haben. Genau, das wollte ich gerade fragen. Diese, zum Beispiel diese Angststörung. Kommt eine Angststörung, dann geht das Herz los, dann wird das Herz, dann fängt man an zu zittern, dann hat man keine Kontrolle über seinen Körper mehr. Dann denkt man, man steht neben sich und man ist überhaupt nicht mehr kontrollierbar und das Herz und der Puls geht wahnsinnig hoch. Mhm. Ist das auch so etwas, wo alles Mögliche auf einmal, Sie beschreiben das Körper nicht, ja. Und Knie ja. Und ja. Wackeln, alles das auf ist einmal das, heißt ne? Einfach nur ja. Mehrere verschiedene Bereiche. Muss nicht mal sein. Aber das kann, aber heftig werden. Nein, Sie müssen nicht verschiedene Sachen auf einmal getriggert bekommen. Es reicht ein einzelner Bereich, ja, der das autonome Nervensystem schlägt. Genau. Und dann können Sie im Prinzip die Lunge, das Herz, die Leber, der Magen, Bauchspeicheldrüse, Darm, Blase und so weiter, kann alles einfach nur gereizt werden, wenn Sie erstmal nur einfach eine allgemeine Reizung durch eine Verdrängung auf das autonome Nervensystem haben. So, wenn das im Kopf in diesen Nervenbereich reinschlägt, dann kann in Ihrem Körper alles Mögliche passieren. Mhm. Je stärker der Reiz ist, umso mehr Nerven werden getroffen, umso stärker ist die allgemeine Reaktion des Körpers. Und das kann dann zu einer richtig schönen, ausgeprägten Panikattacke werden, wo Sie dann wirklich eigentlich merken, dass Sie keine Kontrolle mehr haben über Ihren Körper, weil Adrenalin überall in Ihrem Körper freigelassen wird. Sie können keinen Unterschied machen. Sie können es auch nicht kontrollieren. Sie können sich tausendmal sagen, ich brauche jetzt keine Angst zu haben. Die Angst wird physikalisch in Ihrem Körper ausgelöst. Sie haben diese Angst. Das Problem ist nur, die Leute, die das nicht kennen und nicht wissen, wie es funktioniert und noch nie so ein Problem hatten, die sagen, das gibt's nicht. Ich kann alles kontrollieren. Klar, solange Sie in der Situation noch nicht waren, können Sie das. Aber je mehr Sie verdrängt haben, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit da, dass Sie irgendwann mal da hinkommen. Im Schnitt brauchen die Leute so 30 Jahre, 40 Jahre, meistens eher so 40, bis irgendwelche größeren psychosomatischen Fehlfunktionen oder Reizungen auftreten. Sie brauchen weniger lang, wenn heftigere Sachen da sind und es kann sein, dass eine Einzelsituation ausreicht, um direkt etwas auszulösen. Auch wenn Sie gar nichts Besonderes erlebt haben, reichen viele kleine Sachen auf. Wie zum Beispiel, Sie haben einen Freund, Sie gehen mit dem Essen. Ja, und jedes Mal, wenn Sie mit dem Essen gehen, stellt er Sie irgendwie bloß. Es wird jedes Mal peinlich für Sie. Beim ersten Mal sind Sie noch unbedarft in die Situation reingegangen. Beim zweiten Mal nicht mehr ganz so, weil Sie ja die Situation vom ersten Mal noch wissen. Aber Sie haben gedacht, das macht er ja kein zweites Mal. Er macht es auch ein zweites Mal. Beim dritten Mal sind Sie schon wesentlich gereizter. Beim vierten Mal werden Sie schon deutlich überreizt. Und irgendwann mal gehen Sie gar nicht mehr mit dem Essen. Weil allein das Wort, dass er Ihnen sagt, wollen wir doch essen gehen, kommt dann schon die Reizung hoch. Ja? Okay, der Freund ist weg. Und jetzt haben Sie irgendeinen anderen, Jahre später, jetzt gehen Sie mit dem Essen. Sie wissen zwar, es ist ein anderer. Die Reizung innen drin ist aber da. Das heißt, Sie gehen mit dem nicht so unvoreingenommen essen, wie Sie es mit dem ersten gemacht haben. Das heißt, Sie gehen essen, Sie wissen ganz genau, der ist anders, der ist lieb, der ist nett und macht ja auch nur einen Fehler, der auch nur ungefähr in diese Richtung geht, ja? Dann kriegt das voll ab. Das heißt, dann kriegt er eine richtig schöne Überreaktion ab, für die er eigentlich gar nicht verantwortlich ist, die eigentlich vom Ursprung her zu dem anderen gehört. Der hätte es eigentlich abbekommen sollen. Aber Sie haben gelernt und Ihre Überreaktion beschützen Sie davor, das noch einmal so zu empfinden. Und so funktioniert das, diese Reizungen, auch diese Ängste eigentlich. Ja. Wie ist denn das? Also ich habe das zum Beispiel. Ne, das Einzige, was mir hilft, ist halt mindestens eine Stunde laufen.
Also laufen. Ich kann also, ich muss, zu dem, was also wie so wegrennen. Also ich muss mich bewegen, muss laufen, ja, um das wahrscheinlich nicht zu mitzukriegen. Okay. Und das ist das Einzige, was hilft. Sonst nur das Antidepressivo. Was passiert denn beim Laufen? Es wird viel Energie verbraten. Die überschüssige Energie, ja, die in ihren Muskeln, im Nervensystem ist, wird durch die Muskeltätigkeit deutlich vermindert. Das heißt, wenn, das wollte ich eigentlich erst nachher drauf kommen. Oh, wäre jetzt auch nicht so lange darauf bleiben. Nee, Sie können es auch nachher sagen. Nächstes Mal was angesprochen, das mache ich auch, ja. Okay. Sie können, worauf auch viele Leute, so wie Sie schon selber kommen, wenn Sie eine starke körperliche Tätigkeit machen, können Sie starke psychische Reize deutlich minimieren. Das heißt, bis zu 80% können Sie das durch Sport runtertreiben. Deshalb gibt es auch so viele Sportfetischisten. Ja, die eine deutlich starke Reizung haben, und wenn sie nicht Sport machen, werden sie immer ungenießbarer. Weil sie nur mit dem vielen Sport, den sie treiben, ein Level erreichen, wo sie einigermaßen genießbar sind. Hören sie damit auf, haben sie ein echtes Problem. Und wenn die dann in einen Bereich kommen, wo sie mit dem Sport eben nicht mehr ausgleichen können, hilft auch kein Sport mehr. Mit dem Sport können sie ungefähr 80% ihrer psychosomatischen Reizung wirklich von alleine runterregeln. Wenn sie es schaffen, ein bis zweimal die Woche eine halbe Stunde zu schwitzen, durch die körperliche Tätigkeit. Das heißt nicht, dass Sie eine halbe Stunde trainieren, sondern Sie kommen ins Training, dann fangen Sie an zu schwitzen, dann zählt die halbe Stunde. Und die zählt auch nicht nachher das wieder warm lassen, sondern eine halbe Stunde schwitzen. Sie können nicht von 0 auf 100 da hinkommen. Ja? Wenn Sie nicht körperlich trainiert sind, sollten Sie erstmal langsam das Ganze aufbauen und nach Ihren eigenen körperlichen Möglichkeiten das Ganze machen, nach Ihrem Alter. Sie fragen Sie vorher Ihren Arzt oder Apotheker oder Heilpraktiker, schlagen Sie ihn tot, wie auch immer. Und fragen Sie ihn, was für Sie, für Ihren Körper, für Ihre Krankheitsgeschichte und so weiter, mit Ihren Tabletten und mit Ihren Bewegungen, was auch immer Sie haben, was für Sie in Ordnung wäre. Dann können Sie halt das Ganze halt auch dann so angehen, dass Sie Ihrem Körper entsprechend eine Leistung bringen, die halt dann bis zu einer halben Stunde Schwitzen hochgebaut werden kann über ein paar Jahre hinweg. Wenn Sie noch 20 sind, ist es kein Thema. Wenn Sie schon 40, 50 sind, müssen Sie es langsam ein bisschen aufbauen. Ne? Weil meistens Sie dann schon so 10, 15 Jahre keinen Sport mehr getrieben haben, weil Sie nur beim Arbeiten waren. Ja? Und da muss man das langsam wieder angehen lassen. Aber Sie können über Sport eine Menge selber runterregeln, was von der psychosomatischen Belastung her aufgebaut wird. Das ist aber keine Lösung. Es ist eine, mal wie eine Pille. Ja? Man kann das Ganze etwas mehr unterdrücken und besser aushalten. Aber eine Lösung ist es nicht. Ja, keine Endlösung, sagen wir es mal so. Und das Antidepressivum, was macht das? Das Antidepressivum tut halt auch einfach nur ein paar Prozesse im Kopf, je nachdem welches es ist, hemmen. Das heißt auch, es tut in keiner Weise irgendetwas verändern. Es tut sogar meistens auch, das steht bei vielen Antidepressiva drauf, Depressionen erzeugen nach einer Weile, weil sie halt auch von der Verarbeitung stark behindert werden. Aber wenn das doch hilft gegen diese Angststörung, lernt dann nicht mein Gehirn auch? Ich habe das ja manchmal, ich fahre Auto, ich habe das früher halt Unfälle gehabt ein paar Mal. Wenn ich das Auto fahre und habe die Situation, dann kommt das eben. Ne? Oh Gott, dann geht's los. Ich kann halt kein Gas mehr geben, ich muss halt rechts ran und dann kann ich nur laufen. Also nicht jetzt rennen, sondern einfach nur mich bewegen. Ja, und ich glaube, das Antidepressiv tut irgendwas, Es regelt den Kopf runter. Dass mein Gehirn das lernt. Jetzt ist aber doch keine Gefahr. Das hast du gestern hingekriegt und vorgestern und kriegst du auch jetzt hin. So, und das rede ich mir dann ein. Das ist auf alle Fälle besser. Sie reden sich das nicht nur ein. Ja. Je mehr positive Erfahrungen Sie haben, umso besser wird die Reaktion werden. Aber wenn auch nur wieder entfernt etwas in eine Unfallsreaktion reinkommt und das vom normalen Ablauf, den Sie bis dahin wieder gelernt haben, abweicht, dann werden Sie merken, es kommt die ganze Reaktion in einem Augenblick, im selben Augenblick wieder. Ja. Wenn die Situation mehr nach einem Unfall aussieht, wenn Sie mehr dem, was Sie dann bis dann gelernt haben, dem normalen Straßenverkehr entspricht, werden Sie immer ruhiger werden. Je länger Sie das dann geschafft haben, wieder normale Erfahrungen zu sammeln. Aber angenommen, das Antidepressivum schafft es, dass ich 2 Jahre diese Angststörung nicht mehr habe. Ja. Und ich würde es absetzen. Ja. Hatte mein Gehirn nicht irgendwie gelernt? Es hat viele positive Erfahrungen gelernt. Dass sie normalerweise dann halt auch ohne Probleme fahren können, solange es nicht wieder in eine Gefahrensituation reingeht. Und in der Gefahrensituation werden sie wieder wahrscheinlich ausgehen. Ja. Wenn es dem entspricht. Ja. Also es kommt drauf an. Also ich kenne leider auch sehr viele, die Antidepressiva genommen haben von meiner Praxiserfahrung und wo es nicht geholfen hat. Ich kenne aber auch ein paar, wo es, wie gesagt haben, ich bin dann über einen Hügel drüber gekommen. Das kommt immer darauf an, ob es daran liegt.
Ja, manche Leute können auch einfach nur sagen, ich weiß gar nicht, woran es liegt. Wenn Sie jetzt sagen, es hängt wirklich mit dem Autofahren zusammen, ja, das ist eine Sache. Genau da. Das ist aber nur eine Sache. Können Sie genau diese Erfahrungen auch gezielt ansteuern, dass Sie wieder positive Erfahrungen machen mit dem Antidepressiva. Wenn Sie allerdings sagen, ich weiß nicht, woran es liegt, ich kriege einfach irgendwelche Panikattacken, die kommen wie geschossen, ich habe keine Ahnung. Dann ist es meistens der Fall, dass Sie eben dann, auch wenn Sie es längere Zeit nehmen, nicht, sagen wir es mal, wegkriegen, weil Sie dann eigentlich nur gelernt haben, solange ich es nehme, geht es mir besser. Okay. Und wenn ich es nicht nehme, dann kommt allein schon dadurch, dass ich es nicht mehr nehme, schon wieder Angst und das kann schon wieder auslösen und es wieder auslöst. Ja. Also das ist dann so ein Kreislauf, der sich dann gerne selber hochholt. Mhm. Okay, also Sie können über verschiedene Hirnbereiche, die angesprochen werden, unterschiedlichste Reizungen haben. Was gerne gereizt wird, ist der Trigeminusnerv und Sie können zum Beispiel Zahnschmerzen haben, Sie können Kieferschmerzen haben, Sie können Genickschmerzen davon haben, Ohrprobleme, weil der halt auch im ganzen Gesichtsbereich hier entlang geht und ja, die Zahnschmerzen sind halt ein recht versteckter Bereich, wo meistens erstmal alle Zahnwurzeln behandelt werden und wenn dann da eigentlich kein Grund dafür da ist, dass Sie ständig irgendwo Zahnschmerzen haben, weil da einfach der Nervenbereich etwas überlastet ist, plus ein paar Zysten und so weiter, die aber selber das vielleicht noch nicht ausgelöst hätten, dann kann es wesentlich zu früh oder ohne jeden Grund auch zu einer Reizung im Zahnbereich kommen, weil die Nerven sind recht schnell gereizt. Ja. Und das kommt recht häufig vor. Ja, natürlich hat der Darmbereich, Magenbereich, das sind so die Klassiker, die auch ständig da mit gereizt werden. So, dann stelle ich mich mal kurz vor. Ich heiße Michael Kagemet, mache heute diesen Vortrag hier. Ich bin Heilpraktiker aus Egelsdorf in Neu-Isenburg und meine Hauptgebiete sind alles, was mit der Psyche zu tun hat und mit der Wirbelsäule. Heutiger Vortrag ist Ängste und Suchtprobleme. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr umrissen, wie es dazu kommt, dass Sie etwas verdrängen. Das heißt, wenn Sie in eine Situation reinkommen und dann haben Sie die Möglichkeit, dann ärgern sich, dann kommt die Lösung und dann haben Sie die Möglichkeit, Ja oder Nein zu sagen. Ja war toll, das heißt, innen drin hört der Ärger auf und Sie sind bereit, das nächste Mal was anderes zu machen. Nein war, Sie haben es einfach nur verdrängt, Sie sind der Meinung, es geht Ihnen besser, aber es geht Ihnen eigentlich nicht wirklich besser. Es werden dadurch dann diese psychosomatischen Reizungen ausgelöst. Was aber auch noch kommt und was viele Leute erst dann sehr spät merken, ist, stellen Sie sich vor, das ist Ihr Handlungsbereich in Ihrem Leben. Und Sie haben es angefangen zu verdrängen, das ist am Anfang nur so viel. Das heißt, in dem Bereich geht es Ihnen eigentlich nicht gut, aber das wollen Sie nicht sehen. Also werden Sie im Restbereich überkompensieren. Das heißt, da zeigen Sie sich, es geht mir gut, ich mache alles, was ich will, es geht mir toll, ich habe ein tolles Leben und so weiter. Das heißt, Sie werden hier mehr machen als normal, damit Sie diesen Bereich kompensieren. Sie merken den gar nicht mehr. Sie haben den ja verdrängt. Da kommt keine positive Emotion mehr rüber und keine negative. Es fehlt Ihnen aber etwas vom Positiven. Je mehr Sie dann verdrängen, das heißt, je größer dieser Bereich wird, umso mehr müssen Sie im Restbereich kompensieren. Das heißt, es geht auch auf die Kosten anderer Leute, auf die, die in ihrer Umgebung sind. Das heißt, sie zeigen sich immer mehr, ich tue, was ich möchte, immer mehr, es muss nach meinem Willen gehen, und immer mehr dies oder jenes. Und irgendwann sagen die anderen, nee, und wehren sich. Und dann tun sie wieder verdrängen. Das heißt, irgendwann geht das recht schnell auf diese Seite und sie merken, sie funktionieren noch ganz gut, aber das war's. Das heißt, es kommen keine tollen Gefühle mehr von richtiger Freude hoch, nur noch so viel Freude, wie sie zulassen. Wie sie ohne Probleme wieder abgeben können, ohne sich wirklich weh zu tun. Die Leute sagen mir, ja, ich habe doch noch Freude und ich fühle das auch noch. Ja, haben sie noch die Freude, die sie hatten, so als kleines Kind, so richtig ohne zurückzuhalten, sich richtig zu freuen? Und dann kommt dann schon wieder, nee. Weil sie tun sich dann immer nur noch, wenn sie verdrängt haben, in einem Bereich nur so viel Freude zugestehen, wie sie bereit sind, auch wieder zu verlieren, ohne dass es wirklich weh tut. Das heißt, dass wenn sie hier Höhen und Tiefen hatten, beim Verdrängen wird dann erstmal die Tiefe, die merken Sie, es tut immer weniger weh. Sie haben sich ja zurückgezogen und das ist jetzt ein recht flacher emotionaler Bereich geworden. Da in dem Bereich sowieso ein Problembereich war, merken Sie auch nicht, dass die Höhen fehlen. Ja, die Höhen fehlen genauso wie die Tiefen. Sie haben sich entfernt von dem Bereich emotional, Sie lassen ihn nicht mehr zu. Und in je mehr Bereichen Sie sich entfernt haben aus Ihrem Leben, wo Sie verdrängt haben, ja, umso flacher wird das Leben. Flach wirklich von dem emotionalen Bereich her, was Sie noch an Freude oder an Ärger empfinden. Und dann irgendwann kommt dann die Krise und sagen, ja, was ist das eigentlich? Ist das alles in meinem Leben? So richtig Spaß macht eigentlich gar nichts mehr. Und wieso macht mir eigentlich nichts mehr Spaß? So richtig, ja. Ich kann mich noch erinnern, als ich klein war, hat das richtig Spaß gemacht. Da konnte ich mich freuen. Und jetzt, was ist jetzt? Ich bin tot. Das ist das Ergebnis vom Verdrängen.
So, ist alles reversibel. Erstmal vorweggenommen, ja? Kann man alles wegmachen. Ich versuche nur die Zusammenhänge zu erklären, warum Verdrängen nicht die, eine tolle Lösung ist, sondern warum sie einem eigentlich von vielem beraubt. Es gehören Höhen und Tiefen zum Leben dazu. Ohne Tiefen gibt es auch keine Höhen, umgekehrt. Ja? Also wenn man einen Teil verdrängt, ist der zweite auch weg. So, wir haben also einfach nur ein Problem, dass im Gehirn selber ein Bereich verdrängt wurde und... Ach so. Kann man übrigens auch darstellen. Ja. Es gibt nämlich da, wo diese kleinen runden Kreise sind, sind deutliche, sagen wir es mal, Reizungen im Gehirn finden statt, sodass da eine Wassereinlagerung entsteht und die kann man sogar röntgenmäßig darstellen, wenn die Reizung entsprechend groß genug ist. Das kann dann auch zu körperlichen starken Reaktionen führen. Also man kann wirklich starke Ausschädigungen oder Reizungen bekommen und wenn das über Jahre hinweg stattfindet, kann es auch bis zu Krebs gehen. Ja, oder Zystenbildung, was auch immer. Die Ärzte sind nicht nur bei einer Krebsursache einig, es ist eine permanente Reizung der Zelle, wodurch auch immer sie stattfindet. Ob das jetzt Strahlungen sind, Gifte sind, irgendwelche anderen mechanischen Reizungen. Solange eine Reizung lang genug eine Zelle reizt, innerviert, kann irgendwann mal daraus auch Krebs entstehen. Egal, ob das jetzt über Nerven ausgelöst wird oder irgendetwas anderes. Wenn sie nur lang genug gereizt wird, kann sie entarten. Genauso kann es dann auch im Kopf eine Reizung geben, die irgendwann in den Organen dann ein Krebs, eine Zyste oder sonst irgendwelche Fehlfunktionen auslöst. Man kann die Sachen sogar röntgenmäßig darstellen. Ja? Also so unreal sind die Sachen nicht. Und wenn es erstmal so weit ist, dass man die so gut sehen kann, dann hat man schon eine recht starke Reizung. Nochmal das Hirn so ein bisschen. Also das Problem ist, dass man eigentlich hat, wenn man eine psychosomatische Reizung hat, ist das, wenn hier eine Sache verdrängt wurde, die normalerweise nach vorne zum vorderen Stirnbereich geht und man es bewusst wahrnimmt, dass man hier ein elektrostatisches Feld aufbaut. So, was brauchen wir? Wir brauchen eine neue feste Verbindung, die bleibt, sodass der Strom sich hier nicht mehr aufbauen kann, sondern sobald er entsteht, wieder in irgendein anderes normales Zentrum, also verarbeitendes Zentrum, abgeleitet wird. Da brauchen wir keinen Schweißbrenner dazu. Ich habe Ihnen vorhin erklärt, wenn Sie sich mehr als 2 Minuten mit irgendetwas beschäftigen, ist eine normale Funktion Ihres Langzeitgedächtnisses, neue Eiweißverbindungen zwischen Nerven aufzubauen. Wenn wir also so eine Funktion haben, die neue Verbindungen generiert, also entstehen lässt, dann können wir die auch dazu benutzen, zwischen alten verdrängten Bereichen und noch anderen Basiszentren, wie Bewegungszentren, Farbzentren und so weiter, also rudimentären Zentren, zwischen diesen beiden Bereichen einfach eine Verbindung aufzubauen, eine neue entstehen zu lassen und dann hört die psychosomatische Reaktion auf. Das heißt, da sich dann das Zentrum nicht mehr aufbauen kann und unkontrolliert entladen kann, sondern sobald der Reiz entsteht, über die neue Nervenbahn die neue leitende Bahn abgeleitet wird, kann dann halt die psychosomatische Reaktion nicht entstehen. Ungefähr. So, man muss einfach nur über einen, man nennt das kinesiologischen Muskeltest, herausfinden, wo eine Belastung ist in Ihrem Nervensystem. Das heißt, da tut Ihr Körper normalerweise durch den Stress damit reagieren, dass Ihr Muskel schwach wird. Dann nimmt man ein anderes Basiszentrum, zum Beispiel ein bewegungsverarbeitendes Zentrum oder ein Farbzentrum, das immer wieder gereizt wird über 2 Minuten lang. Und wenn das verdrängte Zentrum und das Farbzentrum zum Beispiel 2 Minuten lang zur gleichen Zeit gereizt werden, das heißt, dass Sie einfach die Emotionen aussprechen, die man über den Muskeltest herausbekommen hat, und dann dazu die irgendwelche Farbblitze kommen, ja, das über 2 Minuten entstehen zwischen diesen beiden verschiedenen Hirnbereichen neue Eiweißverbindungen, das heißt eine neue leitende Verbindung. Dann ist für Ihr Gehirn noch was anderes entstanden. Nämlich, das ist für das Gehirn das Gleiche, als ob Sie etwas neu erlebt hätten. Sie haben sich über 2 Minuten mit irgendetwas beschäftigt. Es ist in diesem Bereich eine belastende Emotion drin. Und dann wird dafür eine neue Lösung gesucht. Da das Ganze aber verdrängt wird, wird das etwas anders behandelt. Es wird zwar genauso eine Lösung gesucht, obwohl es schon mal eine Lösung hatte, eine, sagen wir es mal, eine schöne Variante verworfen wurde und Sie nicht reagieren wollen. Es wird neu angebunden, es wird nach Ihren heutigen Werten, mit Ihren heutigen Möglichkeiten, mit Ihrem heutigen Glauben, was auch immer, wird eine neue Lösung gesucht. Das ist normalerweise eine andere als für ein Kind mit 3 Jahren oder mit 5 Jahren. Das heißt, nach Ihren heutigen Möglichkeiten können Sie sich in Anführungsstrichen umprogrammieren und anfangen, von innen heraus neu zu handeln. Indem halt, wie gesagt, diese alten Sachen
mit den mit anderen Basiszentren zusammen wieder aktiviert werden und das einfach nur über 2 Minuten. Pro verdrängter Bereich. Okay, das war ein bisschen viel auf einmal. Ja. Okay, der Muskeltest vielleicht erstmal, ja? Das war so eine recht komische Sache, die ich erstmal überhaupt nicht getraut habe, als ich die kennengelernt habe, diesen Muskeltest, den kinesiologischen. Weil als mir jemand den Arm runtergedrückt hat, habe ich ganz deutlich gemerkt, der drückt fester und dann einmal nicht und dann drückt er wieder fester, ja. Wer es schon mal erlebt hat, ja, also das war so eine Sache, da habe ich gleich gesagt, der lügt, ja, der macht das extra. Ist er gar nicht. Ich bin so ein Typ, der muss immer alles bis ins Letzte irgendwo verstehen. Weil eigentlich gelernt habe ich Wirtschaftsinformatik. Ja, mit Abschluss und so weiter. Das heißt, ich weiß auch ganz gerne die Abläufe und wie etwas funktioniert. Und dann habe ich mich mit diesem Ding auch mal etwas mehr beschäftigt. Also, normalerweise geht das so. In Ihrem Bewusstsein haben Sie den Willen, etwas zu halten. Das heißt, Sie geben von hier aus einen Befehl weg, der in Ihrem hinteren Bereich, Ihrem Unterbewusstsein, ein Zentrum aktiviert, das jetzt jede 300. Millisekunde eine bestimmte Menge an Nervenstrom an einen Muskel schickt, damit er eine bestimmte Tätigkeit macht. So, jeder einzelne Muskel hat sehr viele Muskelfasern. Jede einzelne Muskelfaser agiert nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Ja oder nein? Da gibt es kein ein bisschen. So, also ein schwacher Muskel heißt nur, es sind relativ wenig Muskelfasern im Muskel innerviert worden. Ein starker Muskel, also wenn ich ihn sehr stark halte, heißt nur, dass sehr viele Muskelfasern im Muskel genügend Nervenstrom bekommen haben, um entsprechend zu reagieren. Ja, das ist der Unterschied zwischen einem starken und einem schwachen Muskel. Er wird nur über die Menge des Nervenstroms entschieden, der da ankommt. Jetzt habe ich leider keine Ahnung, wie viel ich pro 300. Millisekunde da hinschicken muss, bewusst, damit der Arm wirklich diese Tätigkeit macht. Dafür habe ich ja mein Unterbewusstsein. Ja, also wenn Sie immer noch glauben, dass Sie viel wirklich bewusst tun, muss ich Sie eigentlich jetzt mal ein bisschen desillusionieren. Sie tun so gut wie gar nichts bewusst. Sie geben nur einen Befehl. Das heißt, das Bewusstsein ist so wie der Chef einer riesigen Firma. Der kann sagen, forschen, der kann sagen, buchen, der kann sagen, verkaufen. Der muss weder forschen können, noch buchen können, noch verkaufen können. Er ist ein Spezialist, er hat keine Ahnung davon. Aber er sagt, mach das, mach das, mach das. Und es wird getan. Wenn Sie einen Hirnschlag haben, Apoplex, irgendwo oben, und da wird das Sprachzentrum ausgebombt, ja, dann verstehen Sie ganz genau, was ich meine. Sie wissen noch genau, wie man spricht, aber es kommt nicht mehr raus. Sie machen dann genau das gleiche wie vorher, aber es kommt keine Sprache mehr raus, weil das Steuerungszentrum kaputt ist. Sie müssen dann wie ein kleines Kind wieder neu alles lernen, über Jahre hinweg, bis das wieder flüssig rauskommt. Aber singen können die Leute. Das kommt darauf an, was alles ausgebombt wurde. Wenn nur das Sprachzentrum ist, hier, dann können sie noch singen, dann können sie noch reden, dann können sie noch rechnen und noch ein paar andere Sachen machen. Aber je nachdem, wie groß dann dieser Hirnschlag war, sind verschiedene Zentren kaputt, aber die Wahrscheinlichkeit ist da, dass er noch sehen kann, ja. Okay, also spezielle Bereiche können durchaus kaputt gehen. So, ich habe also nur den Befehl losgesandt, das ist alles, was ich weiß oder was ich bewusst wahrnehme. Als Feedback kommt jetzt, als Feedback-Schleife von dem Muskel, eine Information, wie schwer das jetzt für mich ist, diesen Arm zu halten. Das ist im Augenblick nicht so schwer, ja, das ist meine subjektive Empfindung. So, wenn ich jetzt zur gleichen Zeit irgendwie unbewusst durch irgendein Wort einen Stress in mir auslöse, mit dem ich persönlich eine belastende Erfahrung habe, ja, dann heißt das, dass im gleichen Augenblick auf mein autonomes Nervensystem ein Stressimpuls ausgesendet wird und mein Arm dann schwach wird. Dadurch, dass wo ein Impuls ist, kann kein zweiter sein. Das heißt, wenn auf einer Nervenautobahn in einem Augenblick, sagen wir es mal, 100 Impulse durch können, in einer Sekunde, das stimmt zwar nicht, aber einfach ganz nur so als Wert, ja, und nicht zur gleichen Zeit, sagen wir es mal, als Stressimpuls auslösen, müssen jetzt 2 verschiedene Impulse durch dasselbe Nervensystem. Das heißt, wo 100 nur durch können, müssen jetzt 50 Halte und 50 Stressimpulse durch. Das heißt, es kommt in der gleichen Zeiteinheit weniger Halteimpuls an, weil auch gleichzeitig ein Stressimpuls durch muss. So, und dann ist mein Arm nur halb so stark. Ich selber habe aber denselben Befehl losgesendet. Ich merke davon nichts, weil das passiert alles nach meinem Bewusstsein. Wenn jemand gegen meinen Arm jetzt drückt, hat der den Eindruck, mal drücke ich stark, halte ich stark und mal halte ich gar nicht stark. Und ich persönlich habe den Eindruck, mal kann ich das locker halten und mal drückt er wie ein Ochse. So, wenn ich das Gefühl habe, der drückt wie ein Ochse, dann müssen weniger Muskelfasern versuchen, den gleichen Effekt hinzubringen wie vorher, das Doppelte an Muskelfasern, in dem Beispiel jetzt. Ja? Das heißt, die sagen mir dann, ist das schwer, weil es ja nur die Hälfte tun.
Beispiel dafür, Sie stellen sich mal vor, 100 Leute ziehen einen Stein. So, ne, mit einem Seil. So, jetzt sagen die, ach, ist schwer, aber es geht. Jetzt nehmen sie 50 hinten weg, die gehen alle Essen fassen und die vorderen 50 müssen weiterziehen. Die vorderen 50, die schwören ihnen, sie haben einen zweiten Stein draufgepackt, weil das doppelt so schwer ist wie vorher. Es ist immer noch der gleiche Stein. Es sind nur weniger, die ziehen. Und das Feedback, die Schreie dieser Leute, die Feedback-Schleife in ihr Gehirn, wie schwer das für ihre Muskelfasern ist, ist das schwer! So können Sie sich das ungefähr vorstellen, wie dieser kinesiologische Muskeltest entsteht. Solange Sie das Gefühl haben, dass der einmal drückt wie ein Ochse und einmal nicht, ist alles in Ordnung. Wenn Sie das Gefühl nicht haben, haben Sie ein Problem. Dann stimmt nämlich irgendwas nicht mit der Wahrnehmung in Ihrem Nervensystem. Da muss man das bis dahin treiben, bis Sie es wirklich so empfinden. Dann ist gut. Weil dann haben Sie auch wirklich genügend sich anstrengen können. Übrigens, wenn Sie einen sehr starken Stress haben, dann ist der Arm sofort überlastet. Das heißt, wenn Sie dann ein klein bisschen dagegen drücken, dann fällt der fast runter und greift sich an die Schulter, boah, tut das weh. Ja? Dann sagen Sie, sollen Sie irgendwas anderes sagen, plötzlich haben Sie wieder komplette Kraft auf den ganzen Muskel, obwohl er vorher gerade sehr weh getan hat. Also der Muskeltest, der stimmt schon, aber er ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil man muss ihn schon verstehen, ich hatte ihn vorher nicht akzeptiert, solange ich nicht wusste, wie er funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe gedacht, da werde ich nur verarscht. Das stimmt nicht. Ja? Ich muss auch sagen, beim Muskeltest gibt es auch ein paar Hürden. Ja, je nachdem, Sie kriegen mit dem Muskeltest nicht raus die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und die reine Wahrheit, so Gott mir, so wahr mir Gott helfe, sondern Sie kriegen die subjektive Wahrheit der Person heraus. Das, was Sie zu diesem Zeitpunkt überhaupt fähig ist, als Wahrheit anzuerkennen oder zu sehen, mehr nicht. Das heißt, alle Sicherheitsmuster greifen. Wenn sie etwas nicht sehen darf, weil es gegen ihre innersten Werte verstoßen würde, wird sie es auch nicht sehen. Und das wird lügender Muskeltest. Sie können es also nicht als Wahrheitsfinder benutzen, sondern nur als Stresslokalisator. Ja? Sie können nur herausfinden, ist da ein Stress oder nicht. Aber wenn Sie es als Wahrheitsdroge nehmen wollen oder als Lügendetektor, das ist nicht funktionsfähig, weil er die subjektive Einstellung zu der Zeit, als der es passiert ist, einfach nur wiedergibt und nicht mehr und nicht weniger. Das heißt nicht, dass es die Wahrheit ist. Sie stellen 10 Leute in eine Situation rein und sie kriegen 10 Geschichten. 10 teilweise völlig unterschiedliche Geschichten, ja? Je nachdem, wie sie gerade gut gelaunt sind oder zusätzliche gerade Depressionen haben oder dies oder jenes. 10 Leute in der gleichen Situation haben 10 unterschiedliche Eindrücke von ein und derselben Situation. Deshalb ist es die subjektive Wahrheit und nicht die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, was sie darüber herausbekommen. Und nur das, was die Person in dem Augenblick mit ihren ganz nutzen erlaubt zu bewusst wahrzunehmen. Das kann man alles aushebeln, ja. Also man kann auch wirklich an die innersten verdrängten Sachen ran. Aber es gibt Hürden. Ja, wer einfach nur denkt mit dem Muskeltest, ich drücke mal runter und ich komme ans Ziel, ja, er kommt bei 50-60% maximal, die keine starken Verdrängungen haben, kommt ans Ziel. Da, wo etwas Heftigeres gegen innerste Werte verstoßen hat, da wird der so im Kreis geführt. Nach Jahren immer noch kein Angriff. Das dauert aber ein Ziel, weil er an das einfach nicht rankommt. Aber das sind Feinheiten. So, wir haben jetzt einfach Belastungen im Gehirn, die jetzt irgendwie durch eine psychosomatische, sagen wir es mal, Reaktion ausgelöst werden. Das heißt, wir können als Reaktion haben körperliche Beschwerden, das können Schmerzen sein, das können Organfehlfunktionen sein, das können Überreizungen sein, das kann alles Mögliche, was Ihr Körper fähig ist zu machen, sein. Wirklich jede Reaktion, zu der Ihr Körper fähig ist. Das kann jede emotionale Reaktion sein, Attacken, Ängste, die man nicht direkt festmachen kann. Sie müssen sich vorstellen, dass durch so eine psychosomatische Reizung einfach nur eine Grundbelastung gehoben wird. Wenn jetzt das hier von dem Tisch hier bis hier vorne einfach die Menge an Belastung ist, die Ihr Körper fähig ist zu ertragen, bevor eine Überreaktion kommt, dann ist ein Teil hier von psychosomatische Belastung, Umweltfaktoren, Ernährung, ja, fällt mir jetzt nicht alles ein, aber alles zusammen ist eine Addition von Belastungen. Und erst wenn diese Grenze hier überschritten wird, dann kommt eine Körperreaktion oder eine psychosomatische, seelische Reaktion, emotionale, wie auch immer. Erst dann gibt es eine Reaktion. Alles, was drunter ist, kann das noch ausgeglichen werden. So, wenn Sie jetzt so viel psychosomatische Belastung haben und so viel ist von der Ernährung, weil sie nur Schwermetalle in sich haben und Umweltfaktoren auch nicht sehr viel, dann kriegt man mit der Psychosomatik nicht viel hin.
weil ihre Belastung eigentlich aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ist allerdings das Psychosomatik und das die Ernährung, dann nützt es nicht sehr viel, wenn ihre Ernährung umgestellt wird, weil der Rest bleibt. Ja, es ist also wichtig, dass Sie wenn Sie eine Therapie machen oder irgendetwas suchen, dass Sie schauen, wo bringt mir etwas relativ schnell eine Verbesserung und dass Sie nicht Ewigkeiten warten mit einer Therapie, bis sich irgendetwas tut. Dann sind Sie nämlich bei dem Bereich, wo nur eigentlich recht wenig Belastung herkommt. Und Sie haben immer eine Addition von verschiedenen Sachen. Nur bei jedem ist es ein bisschen anders gelagert, wo er seine stärksten Belastungen hatte. Ein Therapeut wäre ideal, der die verschiedenen Sachen einfach austesten kann oder abfragen kann, woher was kommt. Gibt es alles, ja? Natürlich auch bei mir, aber Sie können natürlich auch zu jedem anderen gehen, aber ein bisschen Eigenlob stinkt jetzt, aber macht ja nichts, ja, ist ja gut. Bei dem Punkt sage ich auch gleich, wenn Sie mal Lust haben, vorbeizukommen, wie gesagt, ich habe eine Praxis in Egelsbach und in Neu-Isenburg. Ich biete jedem an, auch das wird im Fernsehen ausgestrahlt, im offenen Kanal in Frankfurt, in Offenbach, kann auch jeder mal zu einer Infostunde kostenlos vorbeischauen. Kostet Ihre Zeit, kostet meine Zeit. Und dann kann man darüber reden, privat, was bei Ihnen persönlich los ist und was ich denke, meine persönliche Meinung, was helfen könnte. Das kostet Sie nur Ihre Zeit und meine Zeit. Ja? Ansonsten ist das keine Verpflichtung, was auch immer. Wenn Sie mal Interesse haben sollten. Aber das mehr sind jetzt da auch nicht. Gut. Wenn wir so eine Belastung haben, die entweder psychische Art ist, ist das eine Belastung, versuchen auszugleichen. So, und das Ausgleichen, das in verschiedenen Varianten passieren. Zum Beispiel hier, sie sagt, sie läuft gerne. Und es fühlt sich dann besser an. Der Sport tut sehr viel psychische Macht. Gehen, einfach nur gehen. Gehen, bewegen. Also jetzt nicht unbedingt jetzt so richtig Nodding Walk. Irgendeine Bewegung zu machen und Körper zu bewegen. Genau. Das tut dann relativ viel, diese Stressbelastung runter machen. Wenn Sie starke Ängste haben und sich einfach nur ablenken, das heißt ganz bewusst etwas anderes tun, sich mit irgendetwas ganz gezielt beschäftigen, hilft das auch sehr viel. Dann sind Sie aber noch im Anfangsstadium. Ja, da sind Sie noch nicht sehr fortgeschritten. Weil wenn das erstmal fortgeschritten ist, dann können Sie sich gar nicht mehr richtig bewusst mit einer Sache gezielt beschäftigen, weil Ihre Angst Sie dazu gar nicht mehr kommen lässt. Das geht nur am Anfang. Ja, irgendwann geht das auch nicht mehr und auch Bewegung hilft nicht mehr. Und dann rast alles, sie vertrauen ihrem Körper irgendwann nicht mehr, weil alle Funktionen durcheinander gehen. Dann würde es zum Beispiel so, das ist konfliktorientierte Stressauflösung, das würde zum Beispiel helfen, ihr Muskeltest rauszukriegen, was wurde verdrängt, das über Träume zu verarbeiten. Jetzt habe ich noch was nicht gesagt, aber da komme ich gleich mal zu. Wenn Sie kompensieren, kann das jede Art von Kompensation sein. Sehr häufig entstehen Süchte, und zwar nicht nur die Süchte, die Sie jetzt als Sucht erkennen, sondern alles das, was Sie sehr stark gerne tun und das zu viel. Das heißt, sie belasten eigentlich dann meistens die Umgebung, indem sie einfach das mehr tun, was ihnen eigentlich irgendwo Freude bringt. Und im günstigsten Fall, wenn sie niemanden anderen, also im schlechtesten Fall eigentlich, günstigsten für die anderen, wenn sie es nicht auf die Kosten der anderen machen, müssen sie es auf ihre eigenen Kosten machen. Das heißt, sie tun Naschen ohne Ende, Essen ohne Ende oder Rauchen oder Trinken und das alleine, sodass es die anderen erstmal nicht mitbekommen oder langsam steigern, so ein bisschen versteckt, ja, dass sie merken, es geht mir damit besser, wenn ich mal dies oder jenes oder ein paar Tabletten mehr nehme, merkt ja keiner. Und dann kann sehr schnell eine Sucht entstehen, mit der sie das Ganze ausgleichen. Die Ängste, die vorher entstanden sind, weil meistens sind es starke Belastungen, wie zum Beispiel Ängste, die halt damit ausgeglichen werden. Ja, weil was anderes, oder Unzufriedenheiten, Depressionen und so weiter, die irgendwann auch in Ängsten münden können. Weil wenn Sie eine psychosomatische Reizung haben und eine Organfehlfunktion oder eine Reizung, eine Überreizung, die über einen längeren Zeitraum da ist, dann werden Sie auch merken, dann trauen Sie Ihrem Körper immer weniger. Sie haben dann irgendwann Angst rauszugehen, weil Sie nicht wissen, ob dann die Panikattacke kommt oder der Ohnmachtsanfall, in dem Sie nasen, oder das Herzrasen oder sonst irgendwo etwas. Das heißt, Sie schränken Ihr Bewegungskreis ein, was sie alles machen und versuchen sich immer mehr zurückzuziehen. Und irgendwann mal kann es soweit sein, dass sie gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Dass sie Angst haben, ins Auto zu steigen oder die Treppe runterzugehen. Einfach nur, weil sie sich immer mehr zurückgezogen haben. Wenn sie merken, dass sie diese Tendenz haben, versuchen sie dagegen vorzugehen. Versuchen sie sich trotzdem immer wieder ein bisschen zu überwinden, gegen diese Ängste eine positive Erfahrung zu machen. Je mehr sie sich dazu überwunden haben, auch mal ein paar positive Erfahrungen zu machen in dem Bereich, umso leichter wird es werden. Haben Sie aber schon einen kompletten Rückzug angetreten, dann müssen Sie gegen große Mauern kämpfen, die tendenziell nicht sehr einfach einzureißen sind, weil Sie halt
über Jahre hinweg sich schon beschäftigen wollten. Da ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr groß, dass sie es dann schaffen, wenn man ihnen jetzt einfach sagt, beschäftige dich damit und mach etwas dagegen. Das geht normalerweise nicht. Ja, es ist zwar im Kopf ganz nett da, aber es klappt nicht. Auch zu versuchen, was gerne oder häufig passiert ist, dass Leute, die vom Kopf her immer alles gut kontrollieren konnten, die 100% Kontrolle über ihre Emotionen hatten und über ihre Umgebung und so weiter, also sehr kontrollorientierte Leute, die sich nicht gehen lassen, die keine Emotionsausbrüche haben, die liebe und nette Leute meist sogar sind, ja, weil sie niemandem anderen zur Last fallen. Bei denen ist es sehr häufig der Fall, dass sie halt irgendwann mal viel, viel, viel verdrängt haben, weil sie nie jemandem zur Last fallen wollten, weil sie nie ihre Emotionen rausgelassen haben, weil sie die immer kontrolliert haben. Und dann können sie halt dann, die haben es schneller. Also ich habe in der Praxis recht wenig Leute von denen, die eigentlich sehr, sagen wir es mal, selbstbewusst ihre Positionen vertreten. In allen Bereichen. Ja, es ist ja nicht so, dass sie in allen Bereichen verdrängt haben, sondern es ist ja hauptsächlich in einem bestimmten Bereich. Und wenn ich denen dann sage, ja, sie stehen nicht so ganz zu dem, was sie innerlich fühlen sollen, ja, ich mache doch, was ich will, ich meine aber nur einen Teil. Wenn der Teil so stark dann irgendwann mal sie ärgert, dass sie nie auf sich selbst gehört haben, kann dieser Teil eine starke Belastung auslösen. Ich meine nicht den Teil, wo sie sich ständig beweisen, ist das alles in Ordnung. Ich meine den Teil, wo sie es eben nicht beweisen, den sie schön runtergekehrt haben. Normalerweise, das, was ihnen einfällt, ist es nicht. Ein Kennzeichen von dem, wenn was verdrängt ist, ist es verdrängt. Das heißt, wenn sie sich auch noch eine Situation erinnern können, die war ganz schlimm, ganz extrem, ja, ach, die hat wehgetan, danach ging es mir so dreckig und so weiter. Gut, die Situation, die Sie erkennen können noch in dem Augenblick, das ist das, was nicht verdrängt wurde. Was von der Situation verdrängt wurde, hat gegen innerste Werte verstoßen. Das durften Sie nicht denken. Das wurde vehement verdrängt. Den Teil, das ist der wichtige Teil. Eigentlich in Gesprächstherapie rein müsste heute so gut sein, dass anhand von dem, was Sie ihm erzählen, er herausfinden kann, was Sie ihm nicht erzählt haben. Und dann wird es interessant, weil das sind die Bereiche, die wirklich an ihren inneren Bereich gehen und wo auch was aufgelöst werden kann. Leider habe ich öfter die Erfahrung gemacht, dass die Leute was anderes berichten, ja, dass sie viel erzählen, aber dass der Therapeut nicht leitet richtig. Ja. Es gibt aber auch da sehr gute Leute, die wirklich was gut verstehen und auch wirklich herausfinden können und ein paar, die das Ganze nicht ganz so ernst nehmen und einfach nur erzählen lassen ein paar Jahre und das finde ich halt nicht ganz so toll. Aber es gibt auch Therapeuten, die in der zweiten Stunde über den Menschen alles wissen. Ja. Das gibt es, ja. Ja, das gibt es, aber... Das Problem ist halt... Also ich selbst nicht die Erfahrung, aber aus meiner Familie, deswegen bin ich auch hier, die hat also zwei Stunden gehabt und hat dann fangen sie an. Mhm. Wo sie das erste Mal irgendwo Klemmungen oder... Und da war sie 5 Jahre alt und hat gesagt, ja, das erste Mal hatte ich das Gefühl, wie mein ungefähres Leben genommen hat. Mhm. Okay. Ja, dann das nächste Gefühl halt, ja, Prüfungsängste, Versagensängste. Mhm. Ja, das ist ja alles irgendwo. Und wie gesagt, nach der zweiten Stunde hat die Dame gesagt, wissen Sie was, durch den Selbstmord ihres Onkels sind sie eigentlich... erblich veranlagt dazu, gehen Sie mal zum Neurologe und lassen Sie sich mit Antidepressiva behandeln. Und dann können Sie mit der kommen. Mhm. Nach der zweiten Stunde. Hätte ich jetzt so nicht unterschrieben, aber okay. Ja. Was man... Aber weiß man nach einer zweiten Stunde, was den Mensch bedrückt? Okay, ich lasse es mal so stehen. Wie gesagt, meine Meinung wäre das jetzt nach dem nicht, weil es geht ja noch ein bisschen tiefer. Sie haben ja, wenn es zum Beispiel, gehen wir mal bei der Prüfung wieder rein. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass Sie gelernt haben, als Sie ein kleines Kind waren und Sie haben gelernt, gelernt, gelernt für die erste Klassenarbeit und schiefgegangen. Sie wussten nicht, wie man lernt, schlecht gelernt, schlechte Note geschrieben, egal. Zweites Mal, wieder viel, viel, viel Aufwand, wieder schlecht geschrieben. Drittes Mal wird es schon schwerer, viertes Mal noch schwerer. Das heißt, Sie bemerken irgendwann, dass es immer leichter wird, aufzuräumen, Staub zu wischen, Zimmer aufzuräumen, anderes zu machen, abzutrocknen unten in der Küche, anstatt sich nochmal hinzusetzen und zu lernen. Das sind sogenannte Glaubenssätze, die entstanden sind, Richtlinien, nach denen Sie handeln, die aus Situationen heraus entstanden sind, die Sie erlebt haben. Sie sind das Produkt Ihrer Erfahrung. Das können Sie einfach mal so hinnehmen, es ist nicht anders. Jeder lernt aus dem, was er erfahren hat und auch mit seinen Ablehnungen,
etwas zu tun oder nicht zu tun, ist es eine Lernhandlung, nach der Sie das nächste Mal tendenziell handeln werden. Und jedes Mal, wenn Sie sagen, ich weiß es zwar besser, aber ich kann nicht anders, ist ein Programm da. Das heißt, ein Programm, das Ihnen sagt, das so und so besser hier nachzugeben oder sich nicht zu wehren oder stehen zu lassen oder nicht Nein zu sagen oder sonst was. Sie wissen es zwar besser, danach können Sie sich ärgern, aber Sie tun es trotzdem. Ja, immer wieder das Gleiche, Sie verhalten sich immer wieder in ähnlichen Bereichen anders und Sie schaffen es nur in großen Stresssituationen, mal wirklich anders zu handeln, wenn es wirklich um starke gesundheitliche Sachen geht, aber wenn das so ein bisschen normaler sich wieder, dann werden Sie wieder von Ihren normalen Programmen eingeholt. Wo ist denn dieses Programm programmiert? Im Unterbewusstsein? Im Unterbewusstsein, klar. Im Unterbewusstsein. Je mehr Sie abschalten, umso deutlicher wird die Veränderung. Der Vorteil ist, bei dem, was ich Ihnen vorher erzählt habe, wenn Sie das neu anbinden und Sie das schon mal verdrängt haben, das hatte ich noch gar nicht so deutlich nochmal erzählt, im Prinzip könnte ich 8 Stunden über das Thema oder noch länger reden, ja, weil es geht immer heiter über alles, das finde ich immer ganz toll. Aber wenn Sie eine Sache mehr interessiert, fragen Sie, ja, weil jeder Vortrag ist ein bisschen anders, weil die Fragen auch unterschiedlich sind. So, wo ist das programmiert und wie kriegt man es wieder weg eigentlich, dieses Grundprogramm? Ich habe vorhin gesagt, Sie verarbeiten neu, ich habe nicht mehr wie. Sie verarbeiten neu, Sie träumen und tagsüber auch unbewusst das Verarbeiten. Und zum Unterschied zum bewussten Erleben und Verarbeiten einer Sache, die Sie gerade erlebt haben, kriegen Sie nicht mit, worum es geht. Sie kriegen nur eine stärkere Grundreizung mit, etwas mehr gereizt oder etwas mehr melancholisch. Mehr kriegen Sie durch eine nachträgliche Verarbeitung einer verdrängten Sache nicht bewusst mit. Das heißt, Sie wissen nicht, worum es geht. Sie haben keine Ahnung, warum Sie gerade etwas gereizter sind oder warum Ihnen gerade der Magen wieder wehtut. Sie können höchstens sagen, ey, das Magenwehtun, das hatte ich doch mit 15 so stark. Das fühlt sich genauso an. Ja, und dann sitzt und später, oh, das ist jetzt Schulterziehen, ich habe doch gar nichts gemacht. Oh, das hatte ich auch mal 2 Jahre lang, ja. Dann kommt das wieder. Sie können anhand körperlicher oder emotionaler Reaktionen durchaus sehen, in welchem Jahr Sie gerade sind von Ihrer Verdrängung. Ja, das kommt häufiger vor. Aber sagen wir es mal so, Sie kriegen nicht genau die Situation mit, die Sie gerade verarbeiten. Aber das Schöne ist, Sie nehmen die Lösung an. Sie können nämlich nicht ablehnen. Sie lehnen nur ab anhand von Ängsten und Schuldgefühlen. Wenn Sie eine Lösung präsentiert bekommen, dann können Sie bewusst sich dazu entscheiden, es nicht zu tun anhand von nie tue ich nicht, weil wenn ich mich wehre, wird es noch schlimmer, macht man nicht, weil macht man nicht als Sohn, was auch immer. Das sind Ängste und Schuldgefühle, bei denen Sie bewusst Nein sagen können. Wird das Ganze unbewusst angebunden und verarbeitet, kriegen Sie diese Entscheidung nicht. Das heißt, Sie nehmen automatisch die für Sie persönlich beste Lösung an. Das ist nicht die beste Lösung für den Partner, nicht die beste für die Eltern oder für irgendeinen anderen, sondern nach Ihrem persönlichen, ja, was Sie sind als Mensch. Und die Leute haben immer so ein bisschen die Angst, dass ich eine Hirnwäsche, ich werde ja jemand ganz anders. Vergessen Sie das. Sie werden wieder der, der Sie waren, bevor die vielen Ängste und Schuldgefühle Sie zu dem gemacht haben, was Sie jetzt sind, ja. So in Ketten und nicht bewegen und keinem anderen irgendwas sagen, weil es könnte ja irgendjemand was gegen mich sagen. Das heißt, man wird wirklich freier. Sie werden merken, dass Sie von ganz alleine wieder mehr in Wort und Handlung zu Ihren eigenen inneren Werten stehen. Und zwar, weil Sie es wollen. Davor ist es so, dass Sie es zwar wollen würden, aber ja, Sie können nicht, weil Sie was davon abhält, diese Programme. Und bei der neuen Verarbeitung entstehen nämlich andere Programme. Nämlich die Programme, die Ihnen sagen, werde ich, so wie Sie das erste Mal, wenn Sie es annehmen, und das nächste Mal. Da kriegt er was. Aber machst aber doch nicht so. Das ja. Ist es ja. Ich meine, ich kenne meine Programme und kann das Kind beim Namen nennen. Gut, Sie ja, machen es aber ich, nicht so, weil es nicht Angelung. Und ich sehe es auch in dem Moment. Aber trotzdem handle ich ja. Nach diesem Programm, nach diesem erlernten Programm, was in meinem Unterbewusstsein einfach ja. Läuft. Genau, und wenn man dieses ja. Programm umschreibt, dann handeln Sie plötzlich nach einem neuen Programm. Das ist tierisch mühsam. Nein, nicht so mit dem, was ich gerade erzählt habe. Wenn Sie es versuchen, bewusst hinzukriegen und mit einzelnen Handlungen sich neu umzuprogrammieren, dann ist das sehr mühsam und sehr zeitaufwendig und nur in eigentlich relativ kleinen Schritten zu erledigen. Mit dem anderen, was ich zwar seit 12 Jahren mache, ist das eine sehr schnelle und einfache Aufgabe. Wirklich. Wir sind gerade an. Nee, also ich habe meine Erfahrung damit und ich habe eigentlich als Heilpraktiker, was glauben Sie, welche Leute kommen zu mir?
In erster Instanz die Leute, die ein bisschen Probleme haben oder die Leute, die überall schon ihr Kärtchen abgegeben haben, bis sie irgendwann mal der Meinung sind, die Körpersymptome sind so heftig, dass sie bereit sind, es privat zu bezahlen. Was glauben Sie, wie viele Leute sind das, die gerade am Anfang stehen? Nicht viele. Was ich kriege, ist normalerweise das Ausgemusterte. Das heißt, das, wo nichts mehr hilft. Da die schon 6, 7 Jahre Therapie hinter sich haben. Die Härtefälle. Die Härtefälle. Das ist mein normaler Fall. Das ist das, was ich tagtäglich in der Praxis habe. Aber die einfachen Sachen, da wo ein Pinchen hilft oder so ein bisschen Baldrian, das kommt nicht zu mir. Es tut mir leid, ja. Dafür gibt keiner Geld aus. Die müssen echt Probleme haben, bevor sie zu mir kommen. Ja, und das ist mein Normalfall. Also ich weiß in dem Augenblick wirklich, wovon ich rede, und es geht wirklich gut. Wie gesagt, jedes Mal, wenn Sie etwas tun und nicht anders können, ist das ein Programm, das entstanden ist von Ihren Erfahrungen. Wird das unbewusst verarbeitet, Sie können nicht Nein sagen, dann entstehen nämlich genau die anderen neuen Programme, dass Sie nämlich dann anfangen, sich selbst zu überraschen, dass Sie mal Nein sagen, dass Sie in Wort und Handlung zu Ihren Werten stehen, wo Sie es vorher nicht konnten, partout nicht konnten, wird es genau das andere sein, dass Sie das nämlich immer mehr, das Bedürfnis haben, das zu tun. Das kann mir am Anfang keiner glauben, ja, weil Sie es einfach nicht so kennen, das kann ich auch keinem übel nehmen. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, bevor ich es selbst erlebt habe, bei vielen Leuten, dass es wirklich so einfach funktioniert und dass auch eine einfache Umprogrammierung durch eine Neuverarbeitung mit neuen Mustern danach entsteht. Und das Schöne ist dabei, je stärker Sie in Belastung sind danach, umso schneller handeln Sie nach den neuen Mustern. Weil genauso, wenn Sie in Belastung sind, jetzt, und Sie nicht bewusst versuchen, sich gegen etwas zu wehren, handeln Sie auch nach diesen Mustern, die jetzt da sind. Das heißt, die greifen umso schneller, je mehr Sie abgelenkt sind. Nachher auch. Je mehr Sie Stress haben, umso schneller werden Sie mal ein Wort sagen. Ein kleines Beispiel dafür, das fand ich ganz süß. Da war eine Dame, die war auch kurz vor der Pensionierung, war auch sehr lieb, sehr nett. Und der Chef, der hat das immer ein bisschen ausgenutzt. Jedes Mal, wenn er einen schlechten Tag hat, hat er sie ein bisschen klein gemacht. Ja? Und da war so eine Tür, also sie hat ein eigenes kleines Räumchen gehabt und vorne war so ein Flur. Und recht nah bei ihrer Tür war eine Durchgangstür für den ganzen Flur. Der Chef war irgendwo da unten und dann kam er immer ein paar Mal am Tag vorbei und wenn die Tür offen war, hat er sie angeraunzt, haben sie die Tür nicht zumacht und das zieht und was auch immer. Und sie hat sich nie getraut, sich zu wehren, weil Pensionierung und ich will noch hier bleiben und die ganzen Ängste und so weiter. Ja. Ich habe einfach gut gehalten. Dann war es ein paar Mal in der Behandlung drin und irgendwann war ganz und hat gesagt, sie glauben nicht, was passiert. Der Chef ist wieder reingekommen und hat mich wieder angeflaumt und dann, sie hat gerade irgendwie viel zu tun gehabt und dann raunzt sie ihn an. Was Ihnen einfällt, soll auch selbst die Tür zumachen, dafür ist sie nicht angestellt und so weiter. Hätte sich vorher nie zugetraut. Er hat gesagt, während ich das aussprach, hatte ich schon Angst, aber es kam einfach ja, da vorne. Ja, klar, auf. Aber. Und ich konnte es gar nicht mehr stoppen, weil es war wie ein Wasserfall. Das ist kommt das dann Programm. Halt richtig. Ja, ja, aber es hat sie voller Emotionen. Ne? Also es kommt so, von innen, so, man muss es tun. Das heißt, sie hat dann zu dem gestanden, was sie eigentlich die Jahre davor schon gedacht hat. Aber sie hat es dann plötzlich getan, ohne es zu wollen. Ja? Und der Chef. Der lässt jetzt woanders seinen Stress aus. Ja. Das heißt, der hat sich ein anderes Opfer gesucht, wo er es machen kann, das sich nicht wehrt und das ist in Ordnung. Weil er weiß ja eigentlich auch, dass das nicht zulässig ist. Ja? Das kann er auch nicht machen. Er kann dafür auch kein Feuern und so weiter. Aber es war halt ihre Angst, die sie davor bewahrt hat, sich so zu verhalten, weil sie hat ja Ängste verschiedene und aus diesen Ängsten heraus wollte sie halt nicht handeln. Aber sie das hat sich dann so regelrecht angeboten, dass man auf sie... Genau. Okay, ist doch gut. Die Ängste... veranlassen Sie dazu, Dinge immer mehr einzuschachteln. Das heißt, immer weniger zu tun. Immer weniger irgendwo einen neuen Schritt zu gehen. Irgendwo, dass Sie sich immer weniger zutrauen. Das ist aber auch eine entstanden durch eine Situation. Sie entwickeln keine Angst, ohne dass eine Situation irgendwo davor war. Sie müssten irgendwo eine Situation haben. Daraus folgt dann eine Angst, weil Sie eine negative Erfahrung hatten. Das heißt, als Ursache können Sie für jede Angst irgendwo eine alte Situation finden, die dafür ursächlich war. Und wenn die neu verarbeitet wird, hört die Angst von ganz alleine auf. Und das Schöne ist, jede Sucht, die nachträglich auf dieser Angst erst aufgebaut wurde, hört auch auf. Weil Sie kein Bedürfnis mehr haben, diese Ängste auszugleichen, diese Belastung auszugleichen. Und Sie wissen ja eigentlich schon, Rauchen ist nicht gesund. Trinken ist nicht gesund. Zu viel arbeiten macht auch keinen Spaß, weil Sie einfach am Leben vorbeiarbeiten und den Spaß nicht mehr haben. Ja, und Ihr Feedback kriegen Sie ja nicht einfach nur davon, dass die Kollegen sagen, ist toll, sondern dass Sie einfach Ihr Leben mal genießen.
oder andere Sachen. Das heißt, die Substitution brauchen sie nicht mehr. Und es wird dann auch keine Ersatzsucht entstehen.